Oh, da oben ist nochmal eine Spinne. Spinne, Spinne, Spinne. Hup. Nein. Das habe ich mir schon fast gedacht. Hier ist das ganze Geld hin. Oh. Aber hä? Nein. Nee, nee, nee. Aber hey, jetzt sind... Nee, Moment. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hä? Ja, hä? Das hä sehe ich genauso. Da ist die Goldspinne. Hä? Da oben war nochmal eine Truhe. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die Truhe brauchen wir auf jeden Fall, weil könnte... Mein Gott, Toad. Weil könnte... sich ein Juwel drin verstecken. So, aber wie kommen wir da oben hin? Das ist die Frage. Aha. Ja, aber auch nur Geld. Dann müssen wir nochmal schauen. Irgendwie muss man ja da oben drauf kommen. Oh Gott, so viel Farbe. Hä? Ja, hey. Ach, schaut mal da. Aha. Das ist ein Diamant. Das ist ein Juwelgeist. Oh, komm her. Ja, dann haben wir denn das letzte Juwel. Oh mein Gott, wie schön das wäre. Dann bräuchten wir nie wieder in diese Abwasseranlage rein. Das wäre ja schön. Nein. Warum nicht? What the fuck? Jetzt aber, Mano. Saug ihn ein, Luigi. Alter, irgendwie funktioniert das nicht. Komm her. Jetzt. Der sträubt sich ganz schön. Mach ihn kaputt. Ja, da ist das Juwel. Oh, nice. Geilo. Perfekt. Okay, aber ich will hier einfach nur raus. Ich will hier eigentlich... nee. Ich will hier eigentlich einfach nur raus. Hier kommen wir nicht durch. Kommt Luigi hier irgendwie durch? Können wir die Wand kaputt schießen? Weil die ist auch so ein bisschen weiß, ne? Aber... Oh, doch, es geht. Okay. Gut. Dann kommen wir der Sache schon wieder ein bisschen näher. So, das bedeutet... Ja, Toad. Toad, wir brauchen dich nochmal dafür. Ich wusste gar nicht, dass Toads so nutzvoll sein können. Apropos nutzvoll. Oh mein Gott. Geh weg, Toad. Jetzt machen wir das aber wieder, ne, das gleiche wie mit, wie am Anfang mit Luigi. Wir brauchen Luigi hier unten. Also hier, ne? Und Luigi und Toad brauchen wir da oben. Oh, Toad, geh aus dem Weg. Können wir das jetzt noch einmal zurückdrehen, indem wir das saugen? Dreht sich das dann zurück? Ja, tatsächlich. Nice. So. Dann einmal hier drauf. Toad, bitte folgen. Und dann wieder in die andere Richtung. Ja, aber so kommt man immer noch nicht an die Truhe. Vielleicht mit der Düsterlampe. So, Luigi, warte mal kurz. Ja, perfekt. Sehr gut. Jetzt ist hier, kann natürlich hier kein Juwel mehr drin sein. Macht aber überhaupt nichts, weil wir das Juwel haben. Nice.
Okay, Luigi, gute Arbeit. Wir müssen weiter. Hallo, Philo. Ja, komm her. Komm. Seht ihr, hier ist der Philo. Hört der, will der Philo Hallo sagen. Hallo, Katze. Katzen, Katzen, Philo. Richtiger Katzen-Philo. Okay, schnarcht der Geist? Ich weiß, dass er ein bisschen eklig ist, aber da musst du jetzt durch. Also komm in die Gänge. Ja, ja. Philo, da musst du jetzt durch. Philo, nein, nicht den... Nee, nee, nee. Der klaut. Nein, Philo ist ein Dieb. Aua! Ach, der ist hier auch bei uns, der Philo. Hä? Philo, nein! Hey, was ist das? Ach, wir sind gar nicht auf der Brücke, ich Vollidiot. Ich dachte gerade die ganze Zeit, wir wären auf der Brücke gewesen. Lol, wir sind nicht auf der Brücke. Oh Mann, bin ich ein Vollkick. Ich dachte gerade, wir wären auf der Brücke und... Okay, okay. Wir sind aber erst noch unten und müssen müssen jetzt hier die Leiter hoch. Ah. Und dann sind wir auf der Brücke. Naja, logisch. Jetzt können wir auch die Goldmäuse einsacken. So, och. So, bringt das jetzt was hier irgendwie? Nee, ne? Nee, 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 nee. Nerve Philo. Nerve Philo. So, müssen wir jetzt mit Flu... Oh, wir müssen jetzt mit Fluigi den Popo-Geist besiegen. Oh mein Gott. Das hat ja schon mal gut geklappt. Ja, das Problem ist halt, Luigi hat wenig Leben. Und wir müssen halt erstmal gucken, wie der funktioniert. Aber den haben wir schon mal gut ausgereizt, diese erste Damage-Phase. Das heißt, in der nächsten Damage-Phase kriegen wir ihn schon kaputt. Aber wir müssen... Immer erstmal diesen Schock machen, oder? Und dann können wir ihn blenden. Oder? Ja, wir müssen hinten an den Popo. Nein, Luigi! Ist doch nicht wahr. Hm, nur weil wir nicht an den dicken Hintern kamen. So, jetzt blenden. So, und jetzt... Saugen. Nein! Den Geist! Oh! Ich wollte schon sagen hier. Nee. Geht doch. Okay. Aber was bringt uns das? Wir können den hier dran machen, ja. Aber kriegen wir dann trotzdem Luigi irgendwie wieder rauf? Oh mein Gott. Oh, Moment, ich weiß nicht, was soll ich zuerst machen? Die Spinne. Und dann unten. Oh mein Gott, gibt das viel Geld. Oi, oi, oi. Her mit den Münzis. Nice. Sehr schön. Müssen wir da rein? Will Taut da rein? Taut, willst du da rein? Ja, oder? Ui, das bringt uns zwei Goldmäuse. Ja, cool. Einfach mal den Tod in so ein riesenschwarz, in so eine riesenschwarze Röhre geschossen. Der Ärmste, ey. So, was ist das hier? Auch etwas, um Toad da reinzuschießen. Oh, das hat sogar geklappt. Das war jetzt ja schon ein bisschen lucky. Boah, wie viele Perlen das gibt. Uiuiui. Dafür wurden wir jetzt aber richtig gut entlohnt. Nice. Da hinten ist auch noch was versteckt. Oh. Cool, cool, cool. Aber was halt krass ist, bis jetzt haben wir immer nur Geld gesammelt. Wir mussten noch nie wirklich Geld ausgeben. Ach, ist sie nicht hübsch? Ach, ist die hübsch. Können wir die irgendwie erscheinen lassen?
Nee. Dann machen wir sie halt kaputt. Wenn wir sie nicht erscheinen lassen können, dann machen wir sie halt eben kaputt. Ganz einfach. So. Nee, 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 nicht wieder runter. Ich wollte nur einmal hier nochmal so das Quietsche-Entchen einsaugen. Das einsaugen. Das einsaugen. Das einsaugen. Okay. Dann ab zu Igitt. Überbringe Igitt das Verstärkermaterial. Genau. Das heißt B1. Wie, jetzt ist auch noch der Aufzug hinüber? Oh, nimm das! Komm schon! Den kriegt man aber mit einer Phase kaputt. Ja, ja. Und noch einer? Ja, klar! Was zum Fick? Oh! Das war knapp. Ey, nein, 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 nein! Lass Tod in Ruhe! Ah! Ja, was weiß ich denn, wo du bist? Komm her! Da! Jetzt schnapp ihn dir! Ich sag nicht, jetzt kommt noch ein Dritter! Jo! 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 Nein, zwei, okay. Puh! Da wurde uns der Tod fast nur mal geklaut. Nervt mich zwar oft dieser kleine Pilzkopf, aber der hat uns auch sehr geholfen. Muss man ja einfach sagen. Ah, oh, jetzt funktioniert der wieder. Ja, Gott sei Dank. Ab runter nach B1 in den Keller. Da ist nämlich Professor Igitts Labor. Verstärken unseren Schreckweg Flu. Und dann kriegen wir bestimmt dieses Schiff irgendwie kaputt. Oh, ich höre schon wieder böse Musik. Kommt jetzt nochmal ein Geist. Ja! Warum versuchen die immer. Das funktioniert nicht, okay. Wo ist er? Wo ist er? Ja, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Und wo ist dieser liederne Geist? Wo ist er? Toad, ich weiß nicht, wo er ist. Wir müssen ruhig bleiben. Wir müssen ruhig bleiben. Ich weiß nicht, wo er ist. Hä? Okay, am besten lassen wir ihn noch einmal den Toad. Oh! Der ist hinter uns! Da! Das hat nicht funktioniert. Bleib stehen! Hinter uns! Der verarscht! Komm schon! What the fuck? Ja, nein! Yo, wie macht man den? Ich weiß nicht, wie ich den machen soll. Ja! Hä, das hat nicht geklappt? Warum nicht? Ich verstehe den Geist immer noch nicht. Hä? Jetzt haben wir ihn. Leute. Warum auch immer das anfangs nicht funktioniert hat. Sehr schön. Das war's? Das war's. Oh yeah. Das haben wir schon gemacht, oder? Ja, das haben wir schon gemacht. Und fehlt trotzdem noch ein Juwel hier unten im Keller. Im Keller ein Juwel? Oha. Das ist ja interessant. Juwel. Okay. Lassen wir erstmal hier jetzt unseren Schreckweg-Flu modifizieren. Hallo, Igitt, guck mal, wir haben es geschafft. Ah, Luigi, du bist zurück. Na los, gib mir das Material. Aha, wow. Aha, wow. Huch. Hä? Worauf wartest du denn?
Und gib mir den Schreck weg, Flu, auch gleich. Na los doch. Ja. Oh. Darf ich um etwas Begeisterung bitten? Meine Modifikationen des Schreckweg-Flu sind abgeschlossen. Ist das Begeisterung genug? Mit Hilfe der Supersaugkraft, kann die Effizienz des Geräts jetzt erheblich gesteigert werden. Leider steht diese Funktion nur zur Verfügung, wenn das Gerät an eine Spezialsteckdose angeschlossen ist. Ah, das war vorhin dieser komische Schalter. Ein klitzekleiner Nachteil. Du wirst sicher auf einige der Spezialsteckdosen im Hotel stoßen. Wenn du eine findest, probier mal aus, wie gewaltig die Supersaugkraft ist. Apropos, hattest du nicht erwähnt, dass dir ein Schiff den Zugang zur Strandbar versperrt hat, Luigi? In Anbetracht von Supersaugkraft wäre es sicher nicht mehr ganz so unüberwindbar. Geh dorthin zurück und suche nach einer Spezialsteckdose. Ja, alles klar. Hotel erforscht. Und jetzt Toad, Alter, reiß dich zusammen und lass dich nicht wieder entführen. Wenn wir jetzt schon mal gerade hier sind, wollen wir nochmal so ein bisschen so mal grob, Philo. Wollen wir mal so grob schauen, ob wir hier noch irgendwo auf der Schnelle vielleicht maybe das eine Juwel finden. Der Keller ist ja nicht groß, ne? Lass uns noch mal kurz eben die beiden Räume links gehen, bevor wir dann gleich in der Etage 12 weitermachen. Der Keller ist halt echt nicht groß, ne? Und wir haben das hier halt noch nicht so wirklich gemacht. Ja, den haben wir ja hier, ne? Ja, ja, der ist, genau, der ist ja, und den weißen haben wir sowieso auch schon, okay. Nein, Philo, den Philo sag mal schnell, den Kugelschreiber angetan, ne? Können noch mal. Ah, hier ist was. Hatten wir das schon? Oh, ich glaube, das hatten wir tatsächlich schon, oder? Okay, ich glaube. Nee, ich glaube, das hatten wir noch nicht, weil da kam jetzt Geld und eine Perle raus. Ansonsten würde das ja nicht. Das gibt ja nicht jedes Mal Geld. Oh, das hatten wir noch gar nicht. Okay, krass. Aber wie schön wäre es denn jetzt gewesen, wenn wir dadurch so den. Das Juwel bekommen hätten. Oh mein Gott, das wäre so schön gewesen. Das wäre so schön. Aber. Wenn ihr irgendwo was seht, wo ihr eine Idee hättet, wo das Juwel sein könnte, dann dürft ihr mir ruhig gerne mal sagen, yo, probier mal das aus, Gar kein Problem. Dürft ihr gerne mit tippen. Aber hier ist zum Beispiel auch das Licht aus. Ist das normal? Können wir die Lampe anmachen mit der Taschenlampe? Nee, das geht nicht. Okay. Was das jetzt hier so wirklich gebracht hat, weiß ich auch nicht. Ach nee, ansonsten weiß ich halt wirklich nicht, wo hier noch dieses Juwel sein könnte.
Am optimalsten wäre natürlich, wenn wir die ganzen, es schaffen würden, die ganzen Juwele zu finden, ohne die Hilfe von Igitt kaufen zu müssen, ne? Das wäre natürlich am optimalsten. Na, mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, okay. Das war das. Das war das. Wir versuchen es jetzt einfach mal hier, ne? Leuchten mal mit der Düsterlampe überall lang. Gehen nochmal kurz hier rein. Rechts, links, oben, unten. Nur kurz mit der Düsterlampe mal schauen. Das hier haben wir alles schon doppelt und dreifach gemacht. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, genau. Das war nämlich auch. Hier sonst noch irgendwas. Aha. Das hatten wir noch nicht, oder? Aber das ist nur ein Geldgeist. Oh Mann, ärgerlich. Ah, das ist natürlich doof. Ja, wo ist er denn? Da. Ah, ich war mir da gerade so ein bisschen fast sicher, dass wir es haben, ne? Schade, ey. Ich war mir jetzt gerade fast so ein bisschen sicher, dass wir das Juwel gefunden haben. Krass. Ja, das haben wir schon. Ich weiß. Aber sieht man mal, ne, wir sollten das echt mal machen, dass wir durch jede Etage nochmal... Also, ja, was heißt durch jede Etage? Also, ich werde jetzt nicht... Habt ihr da gesehen, was da war? Das ist nochmal so ein Loch, ne? Also, ich werde jetzt nicht... durch die Etagen nochmal laufen, wo wir alle Juwele schon gefunden haben. Das werde ich jetzt nicht machen. Obwohl wir da mit Sicherheit auch noch einiges an Geld oder was auch immer finden würden, wenn wir mit der Düsterlampe einfach mal rumleuchten. Aber zählt halt nicht zu den 100% das ganze Geld. Also von daher, da gibt es bestimmt noch ein paar Verstecke mit der Düsterlampe, die ich euch zeigen könnte. Die wir dann finden würden. Aber, yo, wie gesagt, ich... keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so drauf und dran, auf jeden Fall alle Verstecke, alles an Geld oder was auch immer mitzunehmen. Aber die Juwelen, auf die bin ich jetzt doch schon scharf, ne? Wo kommt der denn her? Ja, wo bist du denn? Hä? Alter, der verarscht! Der verarscht auch! Alter, wo geht der denn überall lang? Hä? Komm jetzt! Ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal die Zeit für ein weiteres Mal haben. Doch, haben wir. Perfekt. Jetzt kriegen wir den auch noch mit. Sehr gut. Sehr gut. Bring den Ring. Also Geld haben wir auf jeden Fall auch schon genug für alles, was wir uns kaufen wollen würden. Also wenn wir das kaufen würden, hätten wir auch alles, hätten wir genug Geld für. Also das wäre, ist gar kein Problem. Okay. Von daher, ne, wie gesagt, die Juwelen ja, aber der Rest, nö. Ich bin wirklich noch ein bisschen überfragt nach dem Juwel hier. Nach dem Juwel hier ein bisschen überfragt. Okay. Egal. Ne, wir gehen jetzt nochmal Richtung Fahrstuhl. Aber halt den Raum nochmal so ein bisschen ableuchten, so ein bisschen durchschauen, ein bisschen gucken. Wo könnte noch was sein?
Aber hier ist halt nichts, ne? Hier ist jetzt der Fahrstuhl. Boah. Dieses Juwel wird krass, glaube ich. Wir gehen nochmal kurz hier rein. Den Snackautomaten, den brauchen wir gar nicht. Den brauchen wir gar nicht wegschieben. Weil dahinter waren wir schon. Wie ihr seht, ne, das hier haben wir auch schon alles. Das hier haben wir auch schon alles. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz hier die Treppen hoch. Ob sich hier. Aber ich weiß nicht mehr, ob das hier noch zu Keller zählt oder nicht. Doch, müsste noch zu Keller zählen, weil wir mit Luigi nämlich auch hier durch den Goodie schon gegangen sind. Und ne, da unten sieht man's, den Edelstein haben wir schon. Passiert was, wenn man mit der Düsterlampe. Naja. Ha! Tricky, ey. Oh, wie ging das nochmal mit dem Buhu? Ich weiß nicht mehr, wie das mit dem Buhu geht. Mein Schreck weg vibriert. Wie ging das nochmal? Oh shit, was musste man nochmal machen, wenn man ein Buhu gefunden hat? Ich weiß es nicht mehr. Oh, hier sieht mal einer an. Das zählt jetzt zwar nicht mehr zum Keller, aber wir haben so einen Edelstein gefunden. Cool. Aber scheiße, ich weiß nicht mehr, wie das mit dem... Hat man hier irgendwie so einen Leitfaden? Wie ging das mit dem Buchus nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Spielablauf, Charaktere. Nein, nein. Nicht, hey, ich will das mit dem Buchus wissen. Da, Buhu. Der Herrscher über alle Buhus gelingt es immer wieder, Luigi aufzuspielen. König Buhu zwar einst in ein Gemälde. Fido, geh weg! Ne, Unwesen. Scheiße, da steht es nicht beschrieben. Weiß einer, wie das mit den Buhus nochmal ging? Warum handelt es sich? Wie kann ich meinen Fortschritt speichern? Was sind eigentlich Autospeicher? Wie sollte ich in der Story? Können zwei Spieler, blablabla. Warum handelt es sich? Beim Weberturm, blablabla. Wer ist der Polterpinscher gut drauf? Mein Weg ist versperrt. Ich will doch nur wissen, wie es mit den Buhus geht. Ja. Auf Etagen, die du schon einmal abgeschossen hast, verstecken sich Buhus. Wenn du dich in der Nähe eines Buhus befindest, solltest du starke Vibrationen spüren. Genau. Mit Hilfe eines Buhu-Finders kannst du Buhus noch einfacher auffinden. Egal, okay. Wenn Buhus verschwinden, setze die Düsterlampe ein, um sie wieder sichtbar zu machen. Ah, um sie zu fangen, sauge. Ah. Das war auch wieder Düsterlampe. Okay. Auch wieder Düsterlampe. Okay. Irgendwo, das vibriert doch hier. Hä? Na, hier wird's nochmal stärker, oder? Na, hier wird's wieder schwächer. Verstecken die sich erst? Aber vibriert hier doch voll krass. Man sieht's doch auch. Achso, bist du da drin? Bist du im Mülleimer? Der ist im Mülleimer. Ah, im Mülleimer. So. Ja. Oh, achso. Okay, das ging jetzt schnell. Komm her. Dich schnapp ich mir auch. Ja. Komm. Komm. Da haben wir den nächsten Buhu zu Professor Igitt geschickt. Cool. Nice. Sehr schön. Nehmen wir noch das Geld hier mit. Solange wir noch können. Und jetzt geht es. Ja. Jetzt geht es in Etage 12 zu den Piraten.